echt schade, dass der nicht zwei Anschlüsse hat. Einen für drin, einen für draußen dann so. Damit hätte ich jetzt eigentlich gerechnet, aber ja. Rechnen ist ja nicht so meins, ne? Das weiß man ja. So, den machen wir noch weg. Und dann gucke ich mal. Den brauchen wir jetzt ja nicht. Dass wir ein paar Autos zerlegen. In der Hoffnung, dass wir ein paar Federn bekommen. Und dann machen wir erstmal ein anderes Tor rein. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Man kann ja, glaube ich, vom Motorrad aus sagen, hier, dass man so Türen aufmachen kann, glaube ich. Das müsste gehen. Ja. Ich glaube, wir brauchen komplette Autos. Oder? Wir probieren es mal. Nee, da war eine Schraubenfeder bei. Aber da sind ganz viele. Da müssten wir nur wahrscheinlich erstmal die Jungs wieder wegmachen. Die Jungs und Mädels, die da so rumlaufen. Aber warte mal. Da können wir nochmal reingucken. Wenn wir schon mal unterwegs sind. Wow. Das hat sich gelohnt. Da war wieder eine Schraubenfeder bei. Sehr schön. Weil wir ja nicht genug Benzin haben, nehmen wir das mit. Da können wir auch noch mal reingucken. Messingheizkörper, das ist... Ist ja alles nicht verkehrt. So, habe ich noch was gesehen, was hier interessant ist? Kein Honig. Da ist auch noch einer. Kein Honig. Wenn ich alles täusche, war hier auch noch mal einer drin. Nein, da. Ist nicht wieder gespawnt, sagen wir mal so. Reicht uns das schon? Würde reichen, aber wer weiß. Ich glaube, ich nehme noch mal ein paar mit. Wer weiß, was wir noch so alles bauen wollen. Können wir noch mal kurz so ein bisschen durch die Stadt cruisen, mal sehen, was wir finden. Autotechnisch. Da ist noch eins, da sind noch ein paar mehr. Hier auf dem Hof ist noch eins. Die können wir doch noch mal mitnehmen hier. Gucken wir mal. Ja, holen wir uns erstmal das. Das hier auf dem Hof. Mann, deine Ausdauer ist aber auch schon wieder für den Arsch, ey.
Haben wir noch einen Motor? Den können wir noch in Dings stecken. So. Geistert, was in diesen Autos immer so drin ist. Kann ich gar nicht mehr halten. Ich hab das gar nicht ganz abgebaut. Sag mal, was ist mit mir los? Ausdauer ist im Moment auch wieder schlimm. Ich doch nochmal den sexuellen Tyrannosaurus machen, wa? So. Gucken wir in die grüne Kiste auch nochmal rein. Und ich würde sagen, das langt, sagte der Staatsanwalt. Dafür gehst du ab. So. Ach, weißt du, was wir auch noch irgendwie... Guck mal hier. Na? Wir könnten noch mal wieder ein bisschen anschmeißen. Ist nicht so, dass wir nichts haben, aber... Mischung 1600, also ja, machen wir mal 800 mischen. So. Und dann müssen wir auch demnächst wieder ein paar Sachen besorgen. So, Bastelkiste. Zack, jetzt haben wir wieder ein paar Schraubenfedern. Es ist nicht viel, aber wir können es nutzen. Messing. Knüppeln wir da mal mit rein. Wo haben wir Blei? Hier. So. Das war Stein eigentlich. Müssten wir auch demnächst nochmal wieder reinprügeln, ne? Ja, können wir kurz mal einschalten. So, Motor. Wer weiß, was wir hier noch so elektrisch alles machen wollen. Achso. Watt. Läuft. Würde ich sagen. So, wo hatten wir Batterien? Da, genau. Lehm kann zurück. Und dann würde ich fast sagen, versuche ich an dem Ding weiterzubauen. Auch wenn es ein eigentlich völlig überteuertes Projekt ist, aber egal. Krass, wie weit das hier rausgeht. Ne, es ist ja jetzt noch alles grün. Ohne dass er sagt, nee,
Ich mag das nicht mehr. So, wie weit gehen wir? Was hatte ich gesagt? So 8 oder so, ne? Dann müsste ich hier jetzt... Ich weiß halt nicht, wie lang ist die Dingens? Wie viele Blöcke ist die Dings lang? Müssten wir mal eben unten abmessen, glaube ich. So, warte mal. Jo, Hunger hat er, klar. Also. Von hier bis, ich sage jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, würde ich fast sagen. Irgendwie sehen? Kann ich die irgendwie... Naja, baut sie mir nur... Ja doch, da eins, zwei, da oben. Boah. 6 sogar, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, 6. Dann machen wir das doch so. Es wird Nacht. Ich weiß gar nicht, sollte ich nicht schlauerweise... Hier oben komme ich ja sonst gleich wieder nicht an. Könnte ich so machen, ne? Ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Dann machen wir hier nämlich die Brücke. Und dann können wir da drüben noch so ein bisschen so Tunnel. Ich glaube, das sieht ganz geil aus. Ich glaube, ich weiß es noch nicht, ne? Das, ich glaube schon. Machen wir das erstmal hier dicht schon mal. Wir müssen natürlich gleich auch einen so ein bisschen nach unten
dicht, weil sonst bricht uns das ja zusammen, ne? Wenn da jetzt, wenn's irgendjemand kommt und mir die Rahmen wegkloppt. So. Das Äußere können wir vielleicht auch schon mal machen, dann haben wir ein bisschen Stabilität schon mal da drin. So. Kommt jetzt der Rest hier. So, das waren alle, ne? Das waren alle und dasselbe hier jetzt halt auch nochmal, ne? Mhm, sehr schön. Vielleicht schaffen wir das ja heute schon. So weit wie möglich. Gucken wir mal, wie hoch müssen wir denn? Hin, ich glaube, einer muss noch, ne? Ja, einer muss noch. Dann machen wir das genauso wie drüben. Kriegen wir vielleicht, oh, diese Nacht das noch fertig. Rahmenform nochmal 100 Stück fertigen. Und dann müssen wir bald schon wieder Holz holen. Das ist unglaublich, ne? Na gut, das ist aber auch so ein bisschen dieses Upgrade immer, ne? Ja, wenigstens schon mal bald in den nächsten paar Folgen einen richtigen Eingang mit Motorrad. Das finde ich gut. So, Stabilität. Haben wir. Wie es immer so scheint, so schön heißt, nicht schön, aber selten. Hm.
So. Das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ah, die Zugbrücke ist ja auch so ein Dingens, das ja. Technik, die für sich selbst spricht, ne? Das? Ja, das sollte reichen. Einmal betonieren. Ups. Ich sollte unbedingt mal den Stahl wieder aus dem Inventar nehmen. Keine Pflastersteine mehr. Ich dachte jetzt, Beton ist alle. Ich habe echt gedacht, Beton ist alle. Pflastersteine. Haben wir aber auch nur noch 1000er Stack. Was haben wir denn noch an Beton? 190. Naja, also mit Beton ist alle bin ich ja schon fast gar nicht falsch gefahren. Ja, und ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich so im Gedächtnis, dass ich die Zugbrücke dass die hier irgendwie was an den Seiten brauchte. War das irgendwie so? Wie war denn das noch? Weiß ich jetzt echt nicht mehr. Moment mal, warte mal. Wir bauen mal hier. Also ich versuch's. Passt natürlich nicht. Oh Mann. Dass ich mal eben auf die andere Seite kann. Musste die irgendwie einen runter? Jetzt stehe ich im Weg, ne? Es war irgendwie in der letzten Staffel war das auch irgendwie ganz komisch. Hallo Hundi. Muss ich mich jetzt echt um dich kümmern? Ich habe eigentlich gar keine Zeit. Wenn die jetzt nicht hält, wenn die, weißt du, wenn die mir runterklatscht. Ich war...
Setze ich die da jetzt hin oder habe ich echt ein Problem dann? Nö, war richtig. Die Frage ist, kann ich die Dinger wieder wegnehmen? Ich weiß es noch nicht. Echt noch nicht. Naja, gut. Aber wir haben es irgendwie hingekriegt, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Die kloppen da unten ein bisschen rum, können sie ja. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst mir doch ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und dann, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich tierisch über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die. Bis denne!